Hallo liebe Filmfreunde, ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist endlich die lang ersehnte DTM-Bestellung angekommen, das heißt eine von zweien. Es stehen immer noch drei Filme aus, aber die Filme, die heute gekommen sind, die möchte ich euch einmal vorstellen. Ja, alles steht im Zeichen des Zombie-Films und den Anfang macht der Klassiker unter den Zombie-Filmen, George Romeros Debütfilm Night of the Living Dead in der limitierten, ja, Hardbox-Auflage von NSM, auf Blu-ray natürlich. Ich habe die Nummer 3 von 131, was finde ich ziemlich cool klingt. Englischer Ton ist dabei, das war mir wichtig. Das Cover gefiel mir jetzt am schönsten, so hinten diese signifikante Hand. Vorne das alte reißerische Filmplakat. Und wir können noch mal einen Blick reinwerfen. Hier ist dann noch mal die Blu-ray mit dem Cover, auch eins der alten Filmplakate des Films. Insgesamt wirklich super schön. Macht auch einen echt stabilen Eindruck. Häufig hat man das ja, dass die ein bisschen rumfliegen in diesen Boxen. Aber das ist wirklich eine schöne Ausgabe. Ich bin auf das Bild gespannt. Vielleicht macht das ja noch einen Sprung zur DVD. Aber allein das in dieser Auflage zu haben, das ist mir schon viel wert. Der nächste Film, auch von George Romero, das ist sozusagen der vierte Teil. Das ist Land of the Dead. Den Flatschen, den kann man abmachen im Übrigen. Das habe ich jetzt noch nicht getan. Das ist hier das Quer-Steelbook des Films. Reingeguckt habe ich noch nicht. Den Film gesehen habe ich schon, aber ich kann hier noch nicht zur Bildqualität sagen. Das Bonusmaterial, soweit ich das überblicke, deckt sich mit dem der DVD-Ausgabe. Es gibt ein Making-of und verschiedene weitere Dokumentationen. Ja, der Film ist gut, finde ich. Ist nicht der beste der Reihe, aber mit Sicherheit auch nicht der schlechteste. Es geht weiter in dieser Reihe mit dem direkt darauf folgenden Film. Sozusagen Teil 5, das ist Diary of the Dead. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich erwarte mir von der Bildqualität jetzt nicht so viel, denn der Film ist ja so im Stile von, ja, ich sag mal, im Stile von Blair Witch Project aufgenommen mit Camcordern, was ein Stilmittel des Films ist. Tausendmal besser als der darauf folgende Of the Dead, nämlich Survival of the Dead. Der hat mir gar nicht gefallen, den brauche ich weder auf Blu-ray noch auf DVD, aber dieser Film, den kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr Zombie-Filme mögt. Da hat Romero wirklich einen sehr guten Film produziert. Nicht mit dem Budget von Land of the Dead, weil der ist ja geradezu spektakulär inszeniert. Ich weiß nicht, ob Romero jemals so viel Geld zur Verfügung hatte für einen Film wie für Land, aber Diary of the Dead, der spielt mit diesen geringen Mitteln, spielt mit dieser wieder, ja, eher im Independent-Bereich befindlichen Produktion. Und nutzt aber auch die Chancen, nutzt die Ressourcen voll aus, die ihm zur Verfügung stehen. Kann ich nur empfehlen, schaut ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Sehr, ein sehr guter Film. Ja, der alte Dawn of the Dead, der war in dieser Bestellung nur noch nicht dabei. Der kommt übrigens mit der nächsten DTM-Bestellung, die auf sich warten lässt, weil Rob Zombies Halloween immer noch nicht verfügbar ist. Also Dawn of the Dead, Day of the Dead. Und Rob Zombies Halloween werden demnächst noch kommen. Dafür aber bei dieser Bestellung dabei gewesen Dawn of the Dead, das Remake. Der Film, der ja im Grunde die ganze Zombie-Welle losgetreten hat. Im Übrigen ein Wechselcover, also ich habe das schon umgedreht. Eigentlich war da ein Flatschen drauf. Aber auf der Rückseite ist eben nochmal das Cover gewesen. Vielleicht könnt ihr was dazu sagen, ob das wirklich ungekürzt ist. Ich glaube, die DVD war nicht ganz ungekürzt, das weiß ich aber gar nicht genau. Die habe ich auch hier. Aber diesen Film gibt es ja immer in sehr günstigen Auflagen, habe ich den Eindruck. Und wenn das Bild jetzt noch einen Tick besser ist als auf der DVD, dann reicht mir das auch schon. Also den Film in der Blu-ray-Sammlung zu haben, das fand ich schon wichtig. Der nächste und letzte Zombie-Film dieser Bestellung ist The Crazies. Basierend auf dem gleichnamigen Film von George Romero aus den 70er Jahren, glaube ich, ein sehr günstig produzierter Film damals. Und heute dann tatsächlich unter anderem auch produziert von George Romero und aber um ein Vielfaches aufwendiger. Das Ende ist geradezu spektakulär.
Der Film hat eine sehr dichte Atmosphäre und ich würde schon sagen, für mich persönlich ist das der beste Zombie-Film der letzten 10 Jahre. Also was die Atmosphäre anbelangt, die Schauspieler sind super, die Kameraführung ist stimmig, alles an dem Film ist eigentlich gut und für Fans des Genres sicherlich ein Muss. Also schaut ihn euch unbedingt an. Ich hatte ihn noch nicht auf DVD. Ich weiß, dass es da ein wunderschönes Steelbook gab. Da hoffe ich auch drauf, dass es das nochmal für die Blu-ray-Ausgabe gibt. Wir können ja mal reinschauen. Hier. Da sehen wir auch, da ist noch der Flatschen. Also es ist auch ein Wendecover, was ich super finde. So hat man auf dem eigentlichen Cover jetzt einfach nur noch das Filmplakat und nicht dieses störende FSK-Logo. Das war's mit den Zombie-Filmen, aber zwei Filme stehen noch aus, die auch in dieser Bestellung waren. Das sind zum einen Freitag der 13. Leider kein Wendecover, sodass man dieses wirklich, wirklich große, diesen großen Flatschen leider voll drauf hat. Das Cover verwirrt ein bisschen, finde ich, weil Jason mit seiner Hockeymaske in diesem Film ja überhaupt noch nichts ja, verloren hat, sage ich mal, kommt einfach nicht drin vor. Kommt ja erst im dritten Teil mit der Eishockeymaske tatsächlich, aber das Cover zieht natürlich schon. Und ich glaube, es sind Teil 2 und 3 auch mit deutscher Tonspur schon in Deutschland erschienen. Teil 2 meines Wissens sogar ab 16 Jahren freigegeben, ungekürzt. Ich hoffe, ich habe jetzt mit dieser Version keinen Fehlgriff getan. Ich erwarte mir von der Bildqualität rein gar nichts im Prinzip, aber die Specials finde ich gut. Ein Audiokommentar und verschiedene Dokumentationen. Die Schauspieler erinnern sich an die Dreharbeiten. Vielfältig, das Angebot hier an Hintergrundinformationen, das finde ich schon schön. Und es ist ein Klassiker. Im Grunde ist es ja ein mäßiger Film, muss man sagen. Aber tja, der Kultstatus macht es dann wohl aus. Und zuletzt Running Man. Ich weiß nicht, es gibt so Filme, die haben als Kind oder Jugendlicher tausendmal gesehen und ich glaube, Running Man konnte ich zeitweise wirklich mitsprechen. Und dann habe ich ihn jetzt bestimmt seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Das letzte Mal vielleicht mit 15 oder 14. Und ja, also mich würde interessieren, was das so für Filme bei euch sind, wo ihr sagen würdet, die habe ich als Kind, als Jugendlicher tausendmal gesehen und kannte jede Szene auswendig, wusste jeden Dialog. Und habt ihr jetzt einfach eine Zeit lang überhaupt gar nicht mehr gesehen. Das fände ich spannend, wenn ihr das mal berichten würdet. So, hier kein Flatschen übrigens drauf, kein Wendecover, aber auch auf dem Cover, wie ihr seht, einfach puristisch. Schwarzenegger, Running Man, dazu ein stimmiges Bild. Das finde ich toll. Aber ich bin auch ein bisschen skeptisch, weil der Film halt nur 10 Euro gekostet hat. Und es ist er nun wirklich ungekürzt. Wie ist die Bildqualität, das kann ich noch nicht sagen. Immerhin ist der englische Ton drauf, was ich wichtig finde. Es macht immer Spaß bei Schwarzenegger-Filmen, finde ich. Und der Film ist top, der Film ist einfach super, ein Klassiker. Der Bösewicht des Films war sogar damals für einen Oscar nominiert. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat und wer Schwarzenegger-affin ist, schaut ihn euch an. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Der Film hat es wirklich in sich. Auch ja, für Freunde, die es ein bisschen gewalttätiger in Filmen mögen, da hat der Film auch ein bisschen was zu bieten. Das war meine Bestellung bei DTM. Wie gesagt, demnächst kommt hoffentlich endlich Dawn of the Dead und Day of the Dead jeweils in den beiden Boxen. Und ja, und dann natürlich noch Rob Zombies Halloween. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und hoffe, dass ihr das auch bei meinem nächsten Video tun werdet. Und ich freue mich natürlich auf eure Kommentare und sage bis bald.